Und damit mal wieder herzlich willkommen zu 60 Seconds. Ein letztes Mal, hoffentlich. Hoffentlich. Ich will eigentlich auch wieder nicht mehr. Hoffentlich ist es das letzte Mal. Wir werden heute noch ein letztes Mal versuchen, dieses Elend zu beenden und dieses Spiel durchzuspielen. Im 6., 7. oder 8. Anlauf, ich weiß es nicht mehr. Hoffentlich jetzt endlich durch. Wir müssen uns jetzt einen Gameplan ausdenken. Wir haben es, glaube ich, die letzten Male eigentlich gut gespielt. Ich glaube, das Hauptproblem lag darin, dass wir vielleicht immer jeden Tag einen rausgeschickt haben. Vielleicht müssen wir auch mal gucken, dass wir nicht jeden Tag einen rausschicken, solange wir noch Vorräte haben. Weil eigentlich ist es ja nur Aussetzen. Und weil wir ständig rausgegangen sind, kamen sehr oft irgendwelche Banditen, die uns gefolgt sind und dann an der Tür geklopft haben und herausgefunden haben, wo wir wohnen. Ich glaube, diesmal versuchen wir es ein bisschen mehr zu Ende zu shiften. Und vielleicht führt uns das ja zum Erfolg. Ich glaube, ansonsten war das Gameplay eigentlich gut. Let's go. Ansonsten habe ich keine Ahnung, was wir falsch gemacht haben können. Weil wir haben eigentlich die letzten zwei Male auch immer die Nicht-Troll-Entscheidung getroffen. Na komm. Na komm. Mary Jane, ich kann die Dame nicht nehmen. Ich kann die nicht nehmen. Ich kann die nicht nehmen. Wie nehme ich die? Fette Ficksau. Ich kann nichts nehmen. Ja. Ich kann ihn nicht nehmen. Ich kann ihn nicht nehmen. Jetzt geht's. Ich spam Maus 1 und es geht nicht. Es ging einfach nicht. Ich konnte ihn nicht nehmen. Nochmal. Das ist ein Zeichen, dass man die dodgen sollte. Ich konnte die einfach nicht hebeln. So. Okay. Also, Koffer. Enter ist die Axt. Maske, Koffer. Karte. Ich weiß nicht, wie viele Hände der Koffer wegnimmt. Ich nehme erstmal hier den Kram mit. Okay, da haben wir schon mal schön vier Hände voll. So, wie viel macht der Koffer? Nimmt der drei weg? Er nimmt drei weg. Packen wir direkt mal weg. So, komm mal, Timmy. Was war, weiß ich nicht. So. Dann die Frau Mama. Hier haben wir noch ein Wässerchen. Noch irgendwas für unterwegs. Hier so ein kleiner Schneggi. Okay, sehr gut. Hälfte der Zeit haben wir es rum. AWP nimmt zwei Hände weg. Radio unbedingt. Schnecks. Er liefert nicht ab! Mary Jane. So, irgendwas Wichtiges, was ganz dringend fehlt. Hätte man einen Sprint hier hinten rein. Medkit wäre gut gewesen. Da ist es. Komm, komm. Jawohl. Oh, das war gut, glaube ich. Ich glaube, das war gut. Taschenlampe habe ich vergessen. Ja, vielleicht. Ja, nee. Also alles geht eh nie. Und ich glaube, es war nicht so schlecht. Wir haben ein paar wichtige Sachen gefunden. Meistens sind ja Essen und Trinken eh noch im Keller drin. Das sieht doch ordentlich aus. Voll gepackt. Alle da, wir haben eine AWP mit einem Schuss. Kit, Maske, Trinken, Essen, Karte. Alles auf dem Tisch, was man auf dem Tisch haben kann. Ich glaube, das war nicht schlecht. Wir haben es nur eine Sekunde vor der Explosion in den Bunker geschafft. Wir alle. Das war knapp. Solange wir zusammen sind, kommen wir hier unten klar. Dosensuppe soll ja ziemlich gesund sein. Wir erinnern uns dunkel daran, dass wir einige Sachen im Bunker verstaut hatten, weil oben kein Platz für sie war. Wie sich gezeigt hat, ist es manchmal von Vorteil, chaotisch veranlagt zu sein. Das heißt, die Axt, die wir nicht mitgenommen haben, haben wir for free bekommen. Karten haben wir auch für umsonst bekommen. Unsere Regale sind mit Dosen gefüllt. Wir haben reichlich Wasser, also müssen wir uns eine Weile nicht darum sorgen. Einen besser ausstaffierten Bunker haben wir noch nie gesehen. Nicht, dass wir je einen anderen gesehen hätten, aber das scheinen eine Menge Vorräte zu sein. Ich glaube, das war wirklich gut. So, es braucht keiner was. Das sieht doch ordentlich aus. Das muss es jetzt sein. So, jetzt müssen wir es wirklich mal smart zu Ende spielen. Ich möchte, dass das heute jetzt das Ende dieser Serie wird. Du lieber Gott, uns ist gerade wieder eingefallen, dass wir in zwei Monaten gen Süden reisen wollten. Wenn der Süden noch existiert, machen wir das auf jeden Fall, oder? Wir sind ziemlich sicher, dass sie keine warmen Orte bombardieren. Tag 2.
Weit vorauszuplanen ist normalerweise eine gute Strategie, aber fürs Erste sollte unser vorrangiges Interesse der Rationierung unserer Wasservorräte gelten. Es geht nichts über Ruhe. Mary Jane geht's gut, Timmy geht's auch noch gut, Ted geht's gut und Dolores hat auch noch keine Probleme. Genug von diesem langweiligen, faden Wasser. Dolores hat total Lust auf eine Suppe. Den guten amerikanischen Kaffee, der so schwach ist, dass man nach 5 Tassen immer noch müde ist. Aber wo sollen wir im Ödland Kaffee finden? Das Lieblingsdiner von Dolores war nur ein paar Blocks entfernt. Vielleicht kann dort jemand nach Kaffee suchen. Aber wer? Also meiner Meinung nach ist Mary Jane die Person im Raum, die dafür sorgt, dass die Vorräte sehr, sehr schnell minimiert werden. Wenn ich eine schicken würde, dann Mary Jane. Oder wir schicken gar keinen oder sagen, Dolores, wenn du Bock auf Kaffee hast, dann hol dir den Scheiß gefälligst selber. Was machen wir? Gar keiner raus. Wir wollten shiften. Ja, okay, dann shiften wir wirklich mal, Dolores. Tag 2 im Bunker und die braucht schon Kaffee, die Alte. Fuck mich ab, solche Leute. Jetzt nörgelt die wahrscheinlich rum, oder? Die sieht auch schon so aus wie so eine, die so richtige Drama-Queen, die nur am Nörgeln ist. Guck mal, Ted ist auch schon tilt. Wir werden hierfür kein Risiko eingehen. Wir haben Wichtigeres zu tun. Die Risse in den Wänden zählen ja nicht von selbst. Ach, die Risse in den Wänden zählen sich ja nicht von sich selbst. So, die haben alle langsam ein bisschen Durst, aber es geht klar. Kein Rumgenörgel von Dolores. Okay, alles safe. Anscheinend ist das Gebiet noch immer verstrahlt. Momentan sollte man Ausflüge ins Ödland unterlassen. Es sei denn, man hat kein Problem damit, krank zu werden. Wir haben Vorräte ohne Ende. Man könnte natürlich einen mit der Maske rausschicken. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen es diesmal safe machen. Wir gehen raus, wenn sich Vorräte zugrunde neigen. Warum jetzt dumm Risiko eingehen, wenn wir noch ein paar Tage überleben? Wir warten erstmal wieder auf die Kontaktaufnahme vom Militär und von der Regierung. Wir shiften diesmal wirklich. Sonst haben wir immer gesagt, raus, 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 raus die Leute, raus mit denen, die fressen alle. Ted muss überleben. Vielleicht ist jetzt diesmal wirklich, wie man spielen würde. Also ich würde am dritten Tag, wenn ich von einer Atombombe bombardiert wurde, würde ich noch nicht am dritten Tag rauspushen, wenn ich noch meine Dosen-Ravioli habe, ey. Hier unten in Sicherheit zu sein, ist deutlich besser als draußen zu Asche zu werden. Aber natürlich wollen wir trotzdem gern raus. Vielleicht können wir bald mal spazieren gehen. Die Nachbarschaft ist seit den Bombenabwürfen bestimmt viel friedlicher. Tag 4. Noch geht's allen gut. Irgendwann muss man aber auch Leute rausschicken, weil die irgendwann verrückt werden, wenn die ganze Zeit hier drin sitzen. Also früher oder später passiert's eh. Hoffentlich können wir bald von hier weg. Mary Jane kippt ständig um. Wir müssen etwas zu trinken suchen. Timmy braucht auch. Brauchen alle einen Schluck Wasser. Ach komm, Wasser haben wir doch. Come on. Jeder ein kleines Schlückchen und gut ist. Anscheinend ist das Gebiet noch immer verstrahlt. Momentan sollte man Ausflüge unterlassen. Nee. Ich glaube, bis Tag 10 kommen wir durch. So, und darauf müssen wir hoffen, dass die Sachen uns vielleicht weiterbringen. Nichts ist schlimmer als Stille und genau die spuckt unser Radio aus. Keine Musik, kein Gerede, nichts. Können wir das Radio irgendwie wieder zum Laufen bringen? Es anzustarren bringt nichts, so viel ist sicher. Ey, warum ist das kaputt? Also Radio muss ja wohl safe laufen. Radio ist das, was uns am ehesten rausholt. Hoffentlich ist es jetzt nicht kaputt, weil da irgendeiner mit seinen Fettfingern dran rumgebastelt hat. Sieht gut aus. Nun, wir haben alles in unserer Macht stehen getan, aber wir hören noch immer nichts. Mist. Es geht nichts über Ruhe. Hä? Das hatte ich noch nie, dass das Radio am Arsch ist. Aber vielleicht sendet auch einfach noch keiner. So, Vorräte braucht niemand. Unsere Stadt ist noch immer stark kontaminiert. Wenn man bei diesen Verhältnissen sammeln geht, kann man strahlenkrank werden. Nein, wir machen es nicht. Wir versuchen es wirklich diesmal wirklich mit Gehirn. Im Radio haben wir gehört, das Radio, was vor einer Sekunde noch nicht ging, dass Versorgungsgüter abgeworfen werden sollen. Und das ganz in der Nähe unseres Hauses. Das könnte unser Überleben sichern. Sollen wir uns hinauswagen, um herauszufinden, ob es stimmt? Also wir haben es im Radio gehört, oder? Also ich will mal kurz luschern, oder nicht? Also ein paar Snacks for free würde ich mal recherchieren.
einen kleinen Luki-Luki machen aus der Luke raus? Die Maske ist down gegangen. Aber wir haben mehr Suppen bekommen. Und sehr, sehr viel Wasser. Okay, das ist gut. Die Maske brauchen wir ab dem Zeitpunkt, wo die Verstrahlung oben weg ist, eh nicht mehr. Ich glaube, es war ein guter Trade. Ein so ein großer Bottich Wasser entspricht 5 Wasserflaschen. Das heißt, wir haben 7-mal Wasser und 6-mal Suppe, wenn das nicht auch 5 Stück sind, obwohl nur 4 drin sind. Wir gingen die Vorräte holen und dabei hat unsere Gasmaske etwas abgekriegt. Notiz an uns, man sollte nicht unter einer Vorratskiste stehen, wenn sie vom Himmel fällt. Die abgeworfene Kiste war nicht gerade groß, enthielt aber einige Vorräte, die uns auf jeden Fall weiterhelfen. Besonders froh waren wir über Wasserflaschen und Dosennahrung. Erst hielten wir diese für Dosenfleisch, aber dann stellten wir fest, dass es Tomatensuppe war. Wir haben die Theorie, dass Tomaten der Treibstoff dieses Landes waren und niemand einen blassen Schimmer hatte. Es geht allen soweit gut. Boah, das sieht doch ordentlich aus. Unsere Stadt ist noch immer stark kontaminiert. Man sollte bei den Verhältnissen nicht sammeln gehen. Dann sammeln wir auch nicht. Wir hören jetzt mal auf die Ansagen hier. Da wir im Elternschlafzimmer mal ein Rollenspiel probieren wollten, haben wir unsere eigene Bunker-Theatergruppe mit dem Namen Donnerknüppel gegründet. Den Rest des Tages versuchten wir uns an einem Drehbuch für unsere Darbietung. Da wir uns deshalb fast in die Haare bekamen, wollen wir fortan lieber etwas Simples spielen. Okay. Tag 7. Telefon? Hä? Wir haben Wahrheit oder Pflicht gespielt. Als uns bewusst wurde, dass wir nur Fragen stellten und die häufigste werden wir etwas anderes als Tomatensuppe essen lautete, entschieden wir, dass es mit den Spielen erstmal reicht. Mary Jane ist ziemlich hungrig. Die braucht aber auch ein bisschen Wasser. Timmy hat langsam auch wieder Durst. Dolores hat eine Weile nichts gegessen, hat auch ein bisschen Durst, aber die können alle noch. Wir hatten gedacht, Telefongespräche würden der Vergangenheit angehören, nachdem unser Städtchen von der Atombombe ausgelöscht wurde. Aber eine Telefonzelle in unserer Straße hat den Einschlag wohl überstanden und jetzt klingelt sie. Wir sollten jemanden hinschicken, um ranzugehen. Ted ist Mause tot, wenn ich dem nichts gebe? Ohne Wasser überlebt Ted nicht. Ach, komm, Ted. Ja, rangehen oder nicht? Mein Shiften ist safe. Also wir haben auch schon ein paar Mal gekotzt, wenn wir da ans Telefon gegangen sind. Das waren doch wieder diese Hill Valley-Arzen oder so, oder? Shiften, Shiften, okay. Team, wir sind Team Shiften heute. Ist das echt das, wie man das spielt? Man shiftet, bis einen jemand da rausholt? Hat Dalu das so gespielt? Es wird mich nicht wundern. Ich wurde zu Tausenden, tausendfach wurde ich angeschrieben, dass Dalu das im zweiten Versuch geschafft hat. Und ich kenne Dalu aus diversen Videospielen und ich weiß, dass Dalu die Shift-Taste auf Toggle hat. Das wird natürlich jetzt einiges erklären. Es ist viel zu gefährlich, einfach einem klingelnden Telefon mitten in einer radioaktiven Geisterstadt zu rennen. Wir gehen kein Risiko ein, das Klingeln hielt noch eine ganze Weile an. Wir waren davon alle ziemlich genervt. Mary Janes Diät könnte etwas Nahrung vertragen. Mary Jane kippt ständig um. Die braucht was zu trinken. Timmy sollte etwas essen. Timmy braucht auch unbedingt Wasser. Ted's Magen knurrt. Okay, also Wasser für alle außer Teddy. Essen können die noch einen Tag ohne. Unsere Stadt ist noch immer stark kontaminiert. Man soll nicht rausgehen. Da machen wir es auch nicht. Diese schreckliche Stille wird langweilig und wie jede glückliche Bilderbuchfamilie haben wir nicht sonderlich viel Gesprächsstoff. Können wir das irgendwie ändern? Ja, Radio geht doch voll klar, oder nicht? Also was soll passieren? Halt ein bisschen Radio anmachen und ein bisschen lauschen ist doch nicht so schlimm, oder nicht? Ach, Gott sei Dank haben wir das Radio mitgenommen. Wahrscheinlich können wir etwas Musik hören. So etwas gibt es da draußen doch noch, oder? Mary Jane ist ziemlich hungrig, Timmy ist sehr hungrig. Dolores hat gern was zu essen, Ted's Magen knurrt. Aber noch steht keiner mit dem Bein im Grab. Das geht noch. Ein Tag ohne.
Unsere Stadt ist noch immer stark kontaminiert. Bei diesen Verhältnissen wird man strahlenkrank. Und wir haben ja eh keine Masken mehr, also geht rausgehen im Moment sowieso nicht. Als uns die Lieder, Kurzgedichte aus der Schule und lustigen Stummfilmzitate ausging, fühlten wir uns nur einen Schritt vom Wahnsinn entfernt. Wir müssen etwas unternehmen, ansonsten fangen wir noch an, über die Tugenden eines Wohlfahrtsstaats nachzudenken. Das muss man sich mal vorstellen. Was tun wir nun? Wir haben ein bisschen Kartengame, oder? Also im Bunker mit einer AWP anfangen umzuschießen, ist dämlich. Radio haben wir gerade gehört. Mal ein bisschen Mamau-Daddeln, ein bisschen Mamau-Game, oder nicht? Oder Mühle. Rein ins Glücksspiel. Ah, komm, ein bisschen pokern. Wir hatten doch letztens mal diesen Betrüger, der versucht hat, uns mit irgendwelchen Kartentricks auszuspielen. Und dann haben wir Timmy so weit hochgelevelt, dass der den Trickbetrüger ausgetrickst hat. Vielleicht können wir Timmy wieder auf Level 10 leveln. Akt 10. Wenig ist so entspannt wie eine Kartenspielrunde. Und da wir nichts anderes als Spielkarten haben, was absolut nicht stimmt, können ein oder zwei Runden nicht schaden. Mary Jane ist ziemlich hungrig, Timmy ist sehr hungrig. Dolores hat eine Weile nichts gegessen, Ted hat Hunger und sollte bald etwas trinken. Aber die könnten noch, oder? Dame ist das nicht, Mühle. Da wird doch stehen, Timmy ist sehr hungrig, der verreckt am nächsten Tage. Die können doch noch immer einen ohne, oder nicht? Ein Tag noch, okay. Dann machen wir nichts. Wir spielen es jetzt wirklich maximal zu Ende. Unsere Stadt ist noch immer stark kontaminiert, man sollte nicht rausgehen. Zu den Dingen, die man nicht erwartet, gehört eine Gruppe grün gekleideter Fibus, die an deiner Türschwelle auftauchen und behaupten, von den Reichen zu nehmen und den Arm zu geben. Aber genau das ist passiert. Sollen wir diese Clowns hereinlassen? Sie könnten sehr unterhaltsam sein. Niemals. Wir sind Team Shiften. Wir haben alles. Wir brauchen nichts. Anderen Leuten brauchen wir auch nicht helfen. Wir sorgen uns um uns. Pisst euch. Tag 11. Oh, scheiße, die sehen aber gar nicht gut aus. Wir haben nicht auf diese merkwürdigen Rufe reagiert und die Falltür verschlossen gehalten, bis die Geräusche draußen wieder verschwanden. Wir sind nicht sicher, ob wir wollen, dass diese Leute wiederkommen. Sie klangen recht harmlos, aber kann man in diesen Zeiten harmlosen Leuten noch trauen? Sie könnten schlimmer sein als die, die überhaupt nicht harmlos wirken. Mary Jane verhungert, wir geben ihr heute besser was zu essen, sonst ist sie mausetot. Timmy braucht Nahrung jetzt oder nimmermehr. Dolores hat kaum noch Kraft. Wenn sie heute nichts isst, wird sie morgen nicht erleben. Wenn wir irgendwas brauchen, dann Wasser für Dolores. Dolores ist krank geworden. Aber warum? Weil die nichts zu essen bekommen haben? Ted sieht schwach aus. Okay, scheiße. Ich geb allem jetzt, weil ich Angst habe, jedem einmal einen Snaggy. Und wir kitten Ted. Kacke. Da lag das jetzt nur daran, weil die so lange nichts zu essen hatten? Da hätte ich vielleicht doch einen Tag vorher füttern sollen. Weil Dolores steht jetzt mit einem Bein im Grabe. Und wir können nicht raus, weil noch immer ist alles weg. Shit. Also zu sehr shiften ist auch nicht gut, ey. Wir können weiter hier in diesem winzigen Bunker hocken oder wir können anfangen zu überlegen, wie wir möglichst weit von diesem radioaktiven Ödland wegkommen. Wer hätte gedacht, dass die Roten so ein schönes Viertel zerstören würden? Wir können das auf eigene Faust schaffen, also das Wegkommen, nicht das Zerstören. Wie auch immer, da draußen könnte jemand sein, der uns helfen kann. Wir sollten Augen und Ohren offen halten. Radio hören immer. Wir wussten es. Die Regierung wurde nicht gestürzt und sie kommt zu unserer Rettung. Sie haben kein genaues Datum in ihrer Radioübertragung genannt, aber wir sind sicher, sie werden uns nicht lange warten lassen. Sie haben gesagt, dass sie in ein paar Tagen Kontakt aufnehmen und wir weitere Anweisungen abwarten sollen. Mary Jane hat Hunger, obwohl sie gerade gegessen hat. Timmy hat auch noch Hunger. Dolores wird auch noch gern was essen. Ja, aber die kriegen doch nicht jetzt nochmal, oder? Also zwei Tage hintereinander geben ist doch krank, oder nicht? Also ich würde jetzt nochmal abwarten. Ich meine, da hat jeder eine ganze Packung Raviolis gerade bekommen. Also einen Tag müsste ja wohl, wenn die gerade gegessen haben, überleben. Das Gebiet ist noch immer stark verstrahlt. Man sollte keine Ausflüge machen. So, jetzt stellt sich die Frage. Wir haben einen Hinweis. Man sollte keine Ausflüge unternehmen, denn man könnte krank werden.
Wir haben eine bereits kranke Dolores und wir haben keine Möglichkeit, unser Medkit zu reparieren. Die Alte ist schon krank, also könnten wir Dolores jetzt das erste Mal schicken, oder nicht? Weil wir haben zu dem Zeitpunkt zwei Optionen. Entweder stirbt die Alte hier drin und der arme Timmy und die arme Mary Jane müssen hier noch 30 Tage ausharren, während ihre Mutter langsam auf dem Stuhl neben ihrem Vater verwest. Oder wir schicken die raus, die holt sich vielleicht den Kit, rettet sich selbst oder die verreckt halt draußen und Papa sagt, Mama ist noch Zigaretten holen. Wir schicken die raus. Wir sind schon eine Weile hier unten und wissen nicht, was da oben los ist. Wenn wir nur ein paar Notfalldurchsagen im Radio hören könnten, wäre das super toll. Okay, dann machen wir das. Wir konnten ein schwaches Signal empfangen und die Notfalldurchsagen der Regierung abhören. Es gibt großartige Neuigkeiten. Die Strahlung draußen ist fast völlig verschwunden. Es sollte jetzt viel sicherer sein, die Oberfläche zu betreten. Mary Jane hat Hunger, Timmy hat Hunger, Dolores hat eine Weile nichts gegessen, Ted's Magen knurrt. Aber knurren ist nicht schlimm. So, wir schicken Dolores raus. Ich würde die aber ohne alles rausschicken, oder? Weil ich glaube, die Chancen, dass sie verreckt, sind groß. Ich könnte halt den Koffer mitgeben. Und auf viel Loot hoffen, oder wir schicken die ohne alles raus. Ihr sagt Eco, okay, wir schicken die nach voll Eco raus. So, jetzt ist die Alte weg und es sieht erstmal blendend aus. Es geht allen gut. Ted hat einen sehr attraktiven 3-Tage-Bart. Timmy guckt so verpeilt wie immer. Mary Jane auch. Mary Jane ist ziemlich hungrig, könnte etwas zu trinken vertragen. Timmy sollte etwas essen, redet die ganze Zeit von Wasser. Dolores ist nach draußen. Ted hat Durst. Ich gebe jedem mal einen Schluck Wasser. Essen geht aber noch ohne. Da wir mal ein Rollenspiel probieren wollten, haben wir unsere eigene Bunker-Theatergruppe mit dem Namen Donnerkuppel gegründet. Das hatten wir gerade schon. Warum ist er denn schon wieder krank? Mann, scheiße! Wir hielten es für eine gute Idee, das Schweigespiel zu spielen. Die Stille war zu nervig und wir haben schnell wieder aufgehört. Ted hat Hunger, Ted hat sich mit etwas infiziert. Warum? Warum wird er denn jetzt ständig krank, der Hund? Wie wär's mit diesem See, an dem wir in den letzten Jahren immer waren? Wie schön wäre es jetzt, dort zu sein, weit weg von all diesem Wahnsinn? Vielleicht etwas schwimmen oder mit dem Bötchen rausfahren, selbst wenn es dort jetzt aussehen sollte wie in Atomville. Ja, dann muss ich vielleicht doch eher reinfüttern. Shit. Was Ding ist, wenn Ted stirbt, ist das Game vorbei, glaube ich. Hoffentlich können wir bald von hier weg. Die haben alle Hunger. Ja, komm, aber dann Ruhe jetzt. Manchmal überkommt uns das plötzliche Verlangen, auf einem Instrument zu spielen. Wunderschöne Musik zu machen und mit der Welt um uns herum zu teilen. Zu singen und zu spielen mit süßen mutierten Tierchen an unseren Beinen, die uns zuhören wie einer postapokalyptischen Version von Schneewittchen. Wie wär's? Ja, oder? Was soll passieren? Bisschen, wie ist der Typ, der beim Supertalent war? Michael Hirte? War das der? Der hier den hier gemacht hat? Ave Maria? Ihr sagt nein? Warum nicht? Okay, dann nicht. Ja, dann shiften wir einfach komplett. Wir bewegen uns auch nicht. Tag 17. Der plötzliche Drang, Musik zu machen, verflog so schnell, wie er gekommen war. Uns ist nun einfach nicht mehr danach. Wir möchten lieber etwas anderes machen. Setzen wir uns alle in vollkommener Stille hin und bleiben ein paar Tage so, bis uns eine weitere großartige Idee kommt. Mary Jane ist ziemlich hungrig. Wie viel noch? Die haben 2 Tage hintereinander richtigen Batzen auf den Teller bekommen. Großen Durst haben die auch. Nee, also jetzt muss wirklich mal einen Tag aussetzen gehen. Also jetzt mal ohne Scheiß. Ein heruntergekommen wirkender Händler besucht uns und hat einen ebenso lotterigen Sack über die Schulter geworfen. Er macht uns ein Angebot des Jahres, er möchte uns wieder die Katze im Sack geben für eine Suppe. Nein. Nein, 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 niemals wieder diese Katze hier reinholen. Dolores ist oh, die ist so eine wunderschöne Frau!
Und die holt sich ihr eigenes Kit. Die holt sich das Kit-Reh. Zwei Suppen außerdem. Einmal Wasser. Einmal das Kit. Timmy braucht sofort Wasser. Der Dolores hat Hunger. Der Rest braucht Wasser. Und Dolores holt sich zu ihrer eigenen Rettung ihr Kit. Und es kriegt ihr Ehemann. Klingelingeling, da kommt der Eiermann. Da waren wir und dachten, wir würden nie wieder ein Telefon hören. Doch dann fing plötzlich irgendwo draußen eines an zu klingeln. Es ist wahrscheinlich die Telefonzelle auf der anderen Straßenseite. Wollen wir dahin? Kit, Ted hat das Kit. Ich habe drauf gedrückt. Ted wird gekittet. Ja, wer soll nach draußen gehen? Komm, Dolores ist hier Entry-Frecker jetzt für uns. Die ist eh am Sack. Als wir abhoben, konnten wir den Anrufer vor Erleichterung aufatmen hören. Sie stellten sich als Überlebende des naheliegenden Dorfes Hill Valley vor. Wir hatten gerade begonnen, Informationen auszutauschen, als die Verbindung unterbrochen wurde. Etwas Schreckliches muss bei ihnen passiert sein. Mary Janes Diät könnte was Nahrung vertragen. Timmy ist ein wahrer Pfadfinder. Es geht ihm geil. Dolores würde gern was essen. Ted's Magen knurrt. Na ja, komm, dann kriegen die drei hier. Ich will nicht, dass wieder einer krank wird, weil das ist scheiße. So, wir könnten jemanden rausschicken, aber wir machen es nicht. Draußen ist wieder alles safe. Wir warten aufs Radio. Wir wollen shiften, wir haben Vorräte. Ich meine, Dolores ist krank, aber... Wenn sie stirbt, dann stirbt sie halt, oder nicht? Oder, ja, Mary Jane ist aber auch eher unsympathisch. Und wir sparen uns eine Suppe. Na komm. Wir versuchen jetzt, das ist jetzt die letzte Chance, die Dolores zu retten. Wir schicken Mary Jane raus, hoffen, dass sie den Kid zurückbringt. Sparen zeitgleich noch Dosensuppen ein, was eigentlich auch smart ist. Vielleicht kriegen wir es doch hin. Schöne Erinnerungen sind eine Sache, aber wir müssen auf die brutale Wirklichkeit gefasst sein, die uns erwartet. Mary Jane hat noch immer Hunger, Timmy sollte was essen. Dolores hat nichts gegessen. Na komm, Dolores, du warst eigentlich safe, komm. Vielleicht hält dich das einen Tag länger am Leben. So, wir schicken Mary Jane raus. Wollen wir auf dickes Loot gehen? Mit dem Koffer? Dass sie sich schön die Taschen vollpackt? Und vielleicht sogar was auf der Karte markieren? Ich meine, der Koffer bringt uns hier im Keller nichts. Carrie Jane. Okay, Carrie Jane geht es raus mit einem dicken Koffer. Hoffentlich kommen die mit dicken Sachen wieder zurück. Komm mal, Carrie Jane. Und raus mit dir. Und eine Radiodurchsage, das klingt gut. Mary Jane ist nach draußen gegangen, hoffen, dass sie wieder zurückkommt. Timmy sollte etwas essen. Er redet die ganze Zeit von Wasser. Lois hat eine Weile nichts gegessen. Ted wünscht sich ein paar Tropfen Wasser. Dann geben wir nur Timmy mal die beiden Sachen. Heute wurde unser, nennen wir es Frühstück, von einer Übertragung des Militärs unterbrochen. Sie schienen bereit, uns von hier zu evakuieren, aber es folgten einige Dinge, die vorher noch abgearbeitet werden müssen. Den ersten Punkt müssen wir erledigen. Wir haben geografische Koordinaten bekommen, müssen dort ein Lebenszeichen hinterlassen. Das sollte mit einer Karte kein Problem sein. Geil, Alter. Im Moment sind wir noch on track, dass uns das Militär und die Regierung rausholen kann. Gönnt Ted auch? Was ist mit dem? Ted wünscht sich ein paar Tropfen Wasser. Ach, komm. Tag 22, meine Glückszahl. Hoffentlich gute Neuigkeiten. Ein kurzer Blick auf die Karte hat uns alle nötigen Infos verschafft. Wir haben ihnen eine Flaschenpost hinterlassen. Timmy ist artig. Dolores hat eine Weile nichts gegessen, kann ohne Wasser nicht länger überleben. Ted geht's gut. In einem winzigen Bunker hat man begrenzte Möglichkeiten, also dachten wir uns, hey, warum nicht ein paar Spiele spielen? Das ist schließlich nicht nur was für Kinder. So, Mary Jane, ein bisschen Wasser wäre aber jetzt nicht schlecht. Wir haben Ich sehe was, was du nicht siehst, gespielt. Die ersten 3 Minuten lang hat es ziemlich viel Spaß gemacht. Danach waren alle die Farbe Grau leid. Timmy geht's gut. Wir haben nichts gegen Dolores Krankheit unternommen. Ist sie tot? Ja, die sitzt doch noch da. Ted beschwert sich heute nicht.
Wir haben an einer der Wände seltsame Pilze entdeckt. Nahrungsknappheit ist nicht lustig. Vielleicht sollten wir uns mal ein oder zwei Happen gönnen. Was soll schon Schlimmes passieren? Das haben wir einmal gemacht und alle waren versiegt. Ich kann ihn nicht kitten. Wir haben kein Kit. Das hier oben zeigt nur an, die muss gekittet werden. Aber ich kann nicht draufdrücken. So, ich habe, glaube ich, einmal die Pilze genascht und dann waren alle krank. Abwarten. Mary Jane Reh, Mutter noch alive? Kein Kit. Koffer weg. Wasser wenigstens mitgebracht und ein bisschen Suppe. Trotzdem Carrie Jane. Enttäuschende Performance von dir. Wir mögen Hunger haben, aber manche Dinge werden wir niemals essen. Wandpilze gehören dazu. Mary Janes Rückkehr von der Oberfläche in den Bunker hat uns überglücklich gemacht. Direkt nach ihrem Aufbruch lief unsere Expedition eine Gruppe verrückter, wie Zauberer gekleidete Typen über den Weg. Sie wollten einige ihrer Sachen gegen ein paar Gegenstände tauschen, klang für uns nach einem fairen Geschäft, also baten wir sie herein. Sie wollten unbedingt ein paar alter Socken kaufen, das schon eine Weile in der Ecke gelegen und ein Eigenleben entwickelt hatte. Die Zauberer bekamen sie gegen ein paar Flaschen Wasser. Also haben wir dreimal Wasser bekommen, der Koffer ist weg. Das ist alles! Arschloch. Ted hat Durst, Timmy hat Durst, Mary Jane hat Hunger. Durst, Hunger. Draußen scheint es schrecklich still zu sein, vielleicht ist es sicherer. Ja, wir könnten rausschicken, wir machen es aber nicht. Immer mit der Ruhe. Tag 24 schon und noch sieht es eigentlich ganz gut aus. Wir vermissen unser altes Leben sehr. Der Platz, der Himmel, das Essen, noch mehr Essen. Gern würden wir in eine Zeit vor dieser verdammten Bombe zurückreisen. Und ich glaube, damit besiegeln wir jetzt das Schicksal und das Ende von Dolores. Die lebt doch immer, die Alte! In Erinnerungen schwelgen oder nicht. Wir müssen einen klaren Kopf bewahren und die vor uns liegende Wirklichkeit in den Griff bekommen. Mary Jane hat Hunger, wie immer. Timmy geht's gut. Dolores braucht einen Arzt oder Tabletten, jetzt oder nie. Morgen ist die Mauser tot. Der hat Hunger. Ja. Wir können nichts machen. Auch wenn wir gestern rausgeschickt hätten, die sind immer 4 Tage draußen oder so. Das war's. Da kannst du jetzt eine Flashbang gegen Dolores werfen und die ist tot. Die kippt sofort um, die hat 1 HP. Wir schießen auf die Überreste einer Barackenstadt von Räubern. Jemand oder etwas hatte sie übel zugerichtet. In dem Schutt sahen wir einen Kater, der inmitten von Blut und Körperteilen saß und sich ganz ruhig die Pfoten leckte. Wir gingen zurück in den Bunker und er folgte uns mit einigem Abstand. Sollen wir ihn hereinlassen? Nein. Nein, 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 niemals. Niemals mit diesem Kater. Und Kinder, jetzt bitte weggucken. Was? So eine starke Frau! Die lebt doch immer. Gut, die hätte schon vor 2 Wochen abnippeln sollen. Wir haben keine Lust, noch jemand durchzufüttern. Katzen kann man eh nicht gebrauchen und Hunde sind geiler. Mary Jane ist ziemlich hungrig. Mary Jane ist sehr durstig und muss etwas trinken. Und zermürbt ist sie alle auch. Timmy ist brav. Dolores wird ohne Wasser nicht länger überleben. Ja, aber was soll man machen? Also ich werde da jetzt nicht nochmal im Wasser pushen, wenn die eh morgen verreckt. Tut mir leid, Dolores, aber jeder... Gib ihr Wasser zum Abschluss nochmal. Die wird morgen tot sein, ne? Wenn das der eine Schluck ist, der uns am Ende fickt, dann spiele ich das nie wieder. Niemals mehr. So, und ich würde noch immer keinen rausschicken. Der Rest ist gut. Wie wäre es, wenn wir das Radio nutzen? Ja, laut schreien die Regierung. Dolores ist tot. Die lebt noch immer. Das ist unfassbar, was diese Frau aushält. Nichts, nichts und wieder nichts. Wir hören rein gar nichts als dieses nervige Rauschen. Beim nächsten Mal klappt es bestimmt. Mary Jane hat Hunger. Timmy ist hungrig. Timmy hat Durst. Dolores braucht noch immer einen Arzt. Jetzt oder nie steht er seit 3 Tagen. Timmy ist sehr hungrig. Und wer noch? Ted hat Hunger.
Ah, komm, dann kriegt jeder mal alles hier, oder? Außer, Mary Jane ist ziemlich hungrig. Die einmal noch, aber die Mutter, die muss jetzt handeln. Also bis Tag 30 shiften wir noch und dann schicken wir noch mal eine raus. Und hoffen, dass in der Zwischenzeit irgendwie was anderes passiert. Die lebt noch immer, ich kann es nicht fassen. Wir können für uns selbst sorgen. Mary Jane könnte etwas Nahrung vertragen. Die frisst mehr als ich zu meinen besten Zeiten. Kurze Story zwischendurch. Als ich noch in Duisburg gelebt habe, da war immer nur ein Lieferdienst, der nach 1 Uhr nachts noch geliefert hat. Und der hatte einen Mindestbestellwert von 40 Euro. Eine Dönerbude. Da musste ich 7 oder 8 Dürums und Döner bestellen, damit er angefangen hat zu liefern. Und ich habe es 2-mal gemacht in meinem Leben. Und ich habe 3,5 Döner geschafft, den Rest habe ich mir eingefroren. War mir schlecht, ey. Jedes Mal war mir so schlecht. Und die wird das locker wegstecken. Keine Neuigkeiten, Dolores. Pipapo. Heute haben wir einen Brief gefunden, der wohl von anderen Überlebenden stammt. Sie behaupten, dass sie uns nichts tun und uns besser kennenlernen wollen. Wir sollen einen Vertreter auswählen und ihn heute Nacht unbewaffnet zu einem Treffen schicken. Also wenn Dolores da jetzt, wenn die da auch wieder zurückkommt. Auf allen Vieren krabbelt die zu diesem Treff. Nein, die ist tot! Die hat nicht mal mehr einen Step nach draußen geschafft. Dolores litt immer stärker unter ihrer Krankheit. Husten, Fieber, schreckliche Brustschmerzen. Sie hat sich nie wieder erholt. Das Treffen wurde von Zwillingen, Bruder und Schwester organisiert, die sich der Aufgabe angenommen haben, in den Überresten der Stadt nach vertrauenswürdigen und anständigen Leuten zu suchen. Sie schienen ehrliche Absichten zu verfolgen und wir würden sie gern wieder treffen. Oh mein Gott, Dolores hat es auch noch durchgezogen. Die ist rausgegangen, hat sich das angehört, ist oben durch die Luke gestürzt und einfach tot zusammengeklappt. Was eine Frau. Sie sagten, dass sie wüssten, wo wir zu finden seien und sie uns kontaktieren würden, wenn die Hilfe benötigen. Wir sind froh, dass Dolores wohlbehalten aus dem Ödland zurückgekehrt ist. Wohlbehalten zurück? Jeder muss ab und zu mal etwas trinken, auch Mary Jane. Timmy sieht gut aus, Ted hat Hunger. So, wir können jemanden rausschicken, aber wir haben gesagt, Tag 30 geht durch. Wir bewunderten gerade die verstrahlte Landschaft, als wir eine junge Frau in zerlumpter Tarnkleidung erblickten. Sie hatte ein gefährlich aussehendes Gewehr, grüßte uns aber relativ freundlich. Sie behauptete, Jägerin zu sein und eine groß mutierte Spinne zu verfolgen. Ihr war die Munition ausgegangen und die wollte von uns welche haben. Haben wir nicht. Mach dich ab. Werde ich weg. Kann man nicht einer die Leiche entsorgen? Also Ted, mal ohne Scheiß. Guck mal, deine Kinder sitzen daneben. Guck mal, da ist doch noch Platz hier im Gal. Stopf die alte Tochter rein und mach die Klappe zu. Warum muss sie denn da liegen? Eine bewaffnete Person, die professionell Dinge tötet. Riesige mutierte Spinnen. Die alte hat sie nicht mehr. Mary Jane kippt ständig um. Wir müssen ihr dringend etwas zu trinken geben. Timmy hat auch Durst. Ted hat Durst und Hunger. So, ist es jetzt Zeit, nach einem vollen Monat ausharren und ganz brav sein, hat sich Timmy nach der Scheiße, die er die letzten Male gemacht hat, wieder einen Slot verdient, rauszupushen. So langsam muss man auch mal wieder auf die Vorräte gucken. Man sieht zwar, es ist noch Obst im Haus, aber ein bisschen was geht immer. Okay, Timmy. Raus! Jetzt ist das. Jetzt bist du dran. Jetzt kommt deine Zeit, Timmy. Deine Mutter ist gestorben. Du musst jetzt auf deine Schwester aufpassen. Die dreimal so schwer ist wie du und wahrscheinlich 4 Jahre älter, aber du bist jetzt der zweite Mann im Haus. Wir sollen ein Spiel spielen, hieß es. Es wird uns Spaß machen, hieß es. Aber keiner hat erwähnt, dass es so schwierig sein würde, sich für eines zu entscheiden. Wir wollten uns wenigstens eine Weile damit vergnügen, Szenen aus unseren Lieblingsfilmen nachzuspielen. Aus irgendeinem Grund wählten wir immer Szenen aus Humphrey Bogart-Filmen. Mary Jane hat keine Angst. Timmy sieht vielleicht nicht so aus, aber er hat richtig Bock. Mit Ted ist nicht viel los. Okay, es geht allen blendend. So, und jetzt schicken wir Timmy raus. Ohne alles, oder? Ich meine halt, wenn er nichts in der Hand hat, kann der auch mit mehr wieder zurückkommen, oder nicht?
Den ganzen anderen Shit können wir im Bunker gut gebrauchen. So, Timmy, mach uns stolz, ey. Nur du, Timmy. Mary Jane ist hungrig, immer hat die Hunger, ey. Den anderen geht's gut. Heute Morgen haben wir eine weitere Übertragung des Militärs empfangen, das ist gut. Wir hatten auf ein Ende unseres Bunkeraufenthalts gehofft, aber anscheinend hat das Militär andere Pläne. Alle Überlebenden in der Gegend wurden aufgefordert, in den nahegelegenen Park zu gehen und so viele Bäume wie möglich zu hacken, um die Evakuierungsanstrengungen zu unterstützen. Was auch immer das heißt. Da wird jetzt unsere Axt bei kaputt gehen, aber das Militär ist halt echt eine der Instanzen, die uns da rausholen können. Deswegen machen wir das. Wenn wir 3 oder 4 oder 5 Mal das Militär supporten, holen die uns da raus. Wir haben so viele Bäume wie möglich gefällt. Es waren nicht viele, aber hoffentlich reicht es für ihr Vorhaben aus. Wenn sie uns das nächste Mal kontaktieren, sollte gefälligst ein Panzer auf unserem Rasen stehen oder was davon übrig geblieben ist. Wir bedauern nur, dass diese Baumfäller-Geschichte unsere Axt ruiniert hat. So, Mary Jane hat ein bisschen Durst. Wird auch, komm, bleibt doch noch zu zweit. Timmy kommt immer dekret. Es ist sehr schwierig, sich auf unvorhergesehene Konsequenzen vorzubereiten, wenn man sie nicht kommen sieht. Nun ja, sie sind per Definition unvorhergesehen, also ergibt das viel Sinn. Man kann sagen, wir waren nicht auf das vorbereitet, was passiert ist. Ich glaube, bis jetzt sind wir gut dabei, ey. Tag 35 oder 36 kommt Timmy wieder. Vielleicht inzwischen nochmal die Regierung. Vielleicht callt die nochmal was rein. Hört ihr das? Geräusche von unter uns? Jetzt sollten wir uns wohl der Luke widmen, die sich in der Ecke des Raums befindet. Die seit unserem Eintreffen im Bunker fest verschlossen ist. Da war dieses komische Krokodil drin, glaube ich. Aber wir haben nichts, um da reinzugucken. Und wir wollten ja eh shiften. Timmy Reh. Timmy? Jawoll, ey. Dick Suppe, dick Wasser. Let's go. Und Timmy auch gesund wieder zurückgekehrt. In einen dunklen, engen Tunnel zu steigen, ist keine gute Idee. Besonders nicht, wenn man von dort Geräusche hört. Die sind angsteinflößend, sogar hier oben. Wir hatten solche Angst um Timmy, aber ist aus dem Ödland zurück und nun sicher bei uns. Alles, was wir fürs tägliche Leben benötigen, kauften wir in dem kleinen Laden neben dem Friseur. Der sympathische Angestellte dort verabschiedete uns stets mit einem Lächeln und einem freundlichen Bitte kommen Sie wieder. Der Laden steht noch. Die meisten Nahrungsmittel in den Regalen waren abgelaufen und verfault. Auf dem Boden lagen viele zerschlagene Eier. Die gute Nachricht ist, die Dosensuppen sind bis 2015 haltbar. Haben wir ein Glück. Wir haben ein Regal mit einem großen alles für 99 Cent Schild gefunden. Es waren nur noch Wasserflaschen übrig. Huch, ganz schön teuer die Buden. 4 Wasserflaschen. Hinten gab es ein Klo, wo wir eine Leiche neben einem Verbandskasten gefunden haben. Der war wohl keine Hilfe mehr. Verbandskasten haben wir auch. Mary Jane ist hungrig. Timmy hat Nahrung. Timmy braucht Nahrung. Und Timmy kriegt. 6 Suppen plus, 6 Wasser plus. Zoe FK1 plus. Ausrufezeichen Maus. Wir können einen rausschicken, wir haben alles, wir machen nichts. Ein unbekannter Mann näherte sich unserem Unterschlupf. Er behauptete, dass er früher ein Buchhalter gewesen war, sich aber jetzt als Händler und Glücksspieler durchschlägt. Er bot uns ein Kartenspiel mit einem Einsatz von 2 Wasserflaschen allen zusammen spielen. Nein. Der zieht uns nur wieder ab. Der soll sich zum Teufel scheren. Wir warten, wir vertrauen jetzt wirklich nur noch Hill Valley, Militär und Regierung. Der Rest kann sich verpissen. Glücksspiel ist ein schreckliches Laster. Was wären wir denn für Vorbilder für die Kinder? Wir brauchen Vorräte, aber so werden sie uns nicht beschaffen. Lieber rauben wir jemanden aus. Wir haben den Mann fortgeschickt. Adios, amigos. Mary Jane verhungert. Ohne Wasser überlebt Ted nicht. Ted braucht beides, die haben beide Hunger. Wir spielten eine Partie Liste der Dinge, die ich am meisten hasse, und der Name unseres Nachbarn war immer wieder ganz vorne mit dabei. Das erinnerte uns daran, dass dieses kleine Wiesel einen Tresor in seinem Wohnzimmer hatte. Wir haben uns schon immer gefragt, was sich wohl darin versteckt. Vielleicht finden wir es ja jetzt heraus, aber wer erhält die Ehre, unseren Erzfeind auszurauben? Mary Jane braucht Wasser? Oh, stimmt, ja. Protokoll. Ich meine, wir haben das mal gemacht. Wir sind da reingegangen. Und
Der hat eine Bombe da an seinen Safe geballert und es hat einen fast weggerissen. Deswegen, nein. Wir brauchen ja nichts. Warum rausgehen? Wir brauchen nichts. Wir harren aus und warten. Boah, Ted aber stabil im Bad mittlerweile auch. Wir entschieden uns gegen das riskante Unterfangen. Selbst wenn der Tresor noch intakt sein sollte, so ist der Inhalt doch sicherlich langweilig wie er. Mary Jane ist ziemlich hungrig. Timmy ist hungrig. Etwas Wasser wäre für Timmy nice. Ted geht's gut. Gut. Komm, wir haben so viel. Wir brauchen keinen rausschicken. Da ist wieder der Händler mit der Katze im Sack, der eine Katze gegen eine Suppe trainen will. Brauchen wir nicht. Wir brauchen kein Haustier. Es geht doch allen gut. Außerdem war da eine Fliege gerade. Habt ihr gesehen? Unsere Großeltern haben uns eingetrichtert, nie etwas ungesehen zu kaufen und dabei bleibt es auch. Mary Jane ist hungrig, Timmy auch noch Hunger. Ach komm, damit die aufhören zu nörgeln. Die Geschwister hielten ihr Wort. Sie beehrten uns erneut und hatten wieder eine Bitte im Gepäck. Da ihnen langsam der Platz im Zelt ausging, wollte ihre Gruppe ein kleines Lager errichten. Sie hatten schon ein paar Ressourcen gesammelt, brauchten aber Hilfe beim Holzhacken. Können wir leider nicht. Weiter geht's nicht. Leider haben wir keine Werkzeuge. Mit bloßen Händen lässt es sich nicht so gut Bäume fällen. Motivation hin oder her. Wir mussten ablehnen. Mary Janes Diät könnte etwas Nahrung ertragen. Bisschen Wasser hat die auch Bock. Wo ist das Wasser, wenn Ted es braucht? Ah, ich würde nochmal Tag 40 abwarten. Heute beschlich uns morgens ein ungutes Gefühl. Es war, als ob uns irgendwas beobachtete. Wir hätten schwören können, dass sich in den Schatten etwas bewegte. Sollen wir in diesem Bunker nicht allein sein, müssen wir diesem Ding zeigen, wer hier der Boss ist. Ah, kann man mal abdrücken, oder? War das das Viech, was im Keller ist? Oder wir machen nichts. Okay, ihr sagt nichts machen. Okay, dann machen wir nichts. Tag 40. Es geht noch allen gut. Während wir nach etwas suchten, um diesen pelzigen Nager totzuschlagen, hat er sich einfach in Luft aufgelöst und mit ihm eine unserer Dosensuppen. Es stellt sich die Frage, wie dieser Unhold sie durch eines dieser winzigen Löcher quetschen konnte. Mary Jane kippt ständig um, wir müssen ihr etwas zu trinken geben. Timmy braucht Wasser. Die beiden Kinder brauchen Wasser. So, und wir könnten jetzt wieder Carrie Jane rausschicken und die könnte sich dafür redeemen, dass sie uns gerade hat kotzen lassen, weil sie den Koffer verdaddelt hat. Timmy würde ich drin, ja, er kann eh nicht raus, Ted bleibt eh mal sitzen, ich würde nochmal Carrie Jane raus, oder? Dafür, dass sie uns gerade gescammt hat und den Koffer verdaddelt hat und nur eine Suppe mitgebracht hat. Woher kommt denn nur dieses Tropfen und warum ist die Wand so nass? Läuft der Bunker voll? Wir haben keine Schwimmwesten. Oder ein Boot. Ein Boot würde nicht mal in diesen Bunker passen. Wir müssen etwas tun. Rettet die Vorräte. Scheiße! Das ist schlecht. Radio retten oder die Karte? Ich würde aufs Radio gehen. Ihr sagt auch Radio retten. Okay, Radio. Wir retten das Radio. Oh, das ist jetzt ein schlechter Turn of Events. Das Radio wurde zuerst gerettet, bevor die dreckige Brühe in das Gehäuse eindringen konnte. Kurz darauf war das meiste Wasser wieder verschwunden, aber der angerichtete Schaden macht uns zu schaffen. Wir werden Tage brauchen, um hier durchzupitzen und dieses Chaos zu beseitigen. Und was ist das für ein Geruch? Karten down. Spielkarten down. Mary Jane hat Hunger. Den anderen beiden geht's gut. Okay, aber Mary Jane holt uns das jetzt hoffentlich wieder zurück. Eco und raus mit der. Mary Jane ist nach draußen gegangen und wir hoffen, dass sie schnell zurückkommt. Ted hat Durst, aber der kann auch easy. Jemand ist an der Falltür. Wir haben etwas Angst, aber vielleicht steht auf der anderen Seite ja ein freundlicher amerikanischer Soldat. Sollen wir aufmachen? Ja, eigentlich haben wir gesagt shiften, wa? Ich weiß aber nicht, ob das ein... Ihr sagt ja... Okay, wir machen auf. Wir hören uns das an.
Ich sehe keine Veränderung. Wir haben die Falltür geöffnet, aber da war niemand. Diese verfluchten Witzbolde spielen selbst nach der Apokalypse noch Streiche. Timmy hat Durst, Ted hat Hunger und braucht was zu trinken. Es ist nicht leicht, unter solchen Umständen ruhig zu bleiben. Hoffentlich können wir unseren Frieden wahren, sonst müssen wir vielleicht wie Wölfe handeln. In einem so winzigen Bunker festzusitzen, würde jeden etwas apathisch machen. Wir müssen ruhig bleiben und auf die Rettung warten. Sie kommen uns doch bestimmt holen. Timmy sollte was essen, Ted's Magen knurrt. Na komm, können wir noch. Enge Räume sind keine sehr angenehme Umgebung. Schnell hatten wir uns wegen Belanglosigkeiten in der Wolle. Wenn es so weitergeht, könnte es hier ziemlich ungemütlich werden. So, jetzt kommt die Mary Jane Reh. Nee, doch noch nicht. Ey, komm, Tag 45, so langsam kannst du aber wirklich mal eine rausholen, oder nicht? Wir haben mit dem Streiten aufgehört. Ted geht's gut und Timmy geht's gut. Verflucht, unsere Gasmaske ist nutzlos. Sie zu tragen würde wahrscheinlich das Risiko erhöhen, etwas Geheimgefährliches einzuatmen. Gemeingefährliches. Vielleicht sollten wir sie reparieren, so schwer wird es nicht sein. Ja? Ich glaube, das haben wir letztes Mal gemacht, aber wir brauchen die Maske doch gar nicht mehr eigentlich. Aber haben wir das nicht letztes Mal gemacht und im Pfadfinderbuch war dann irgendwas anderes, was man finden konnte? Mach's mal, ich glaube, das war gut. Ist das Pfadfinderbuch noch da? Ja, die Maske ist weg. Hä? Wir haben uns wirklich Mühe gegeben, aber irgendwas ging extrem daneben und die Maske fiel einfach auseinander. Jetzt ist sie leider Schrott. Na gut, Wayne. War eh kaputt. Wir haben viele entfernte Verwandte, aber keiner davon bedeutet uns so viel wie Tante Ada. Sie lebt auf dem Land, also bastelt sie wahrscheinlich noch an ihrer Gutzählmaschine und macht sich keine Gedanken um Atombomben, die auf ihren Hühnerstall herabregnen. Schade, dass wir kein Foto von ihr haben. Oder doch? Wir hatten doch einige Fotos in Bücher gesteckt, nach dem Kaffee-Vorfall. Na komm, gucken wir rein. Ich meine, wir gucken in ein Buch rein. Was soll Schlimmes passieren? Da ist ein Bild von der Alten. Hebt das jetzt die Moral? Das habe ich noch nie gehabt. Da ist es ja. Das gesuchte Foto von Oma Ada war im Pfadfinderhandbuch versteckt. Was für ein Zufall. Das Bild ist etwas verwaschen, aber es ist trotzdem eine schöne Überraschung. Timmy braucht sofort Wasser und Ted braucht sofort Wasser. Ein Hausierer ist irgendwie zu unserem Bunker gelangt. Wir kennen ihn noch von vor der Apokalypse. Er brachte einen Haufen Flugblätter und versuchte uns zu überzeugen, einem Programm namens Astrobürger beizutreten, doch wir lehnten ab. Jetzt bittet er um Vorräte und behauptet, dass er uns im Gegenzug ein paar Staatsgeheimnisse verraten wird. Das ist zum Teufel scheren, oder nicht? Staatsgeheimnisse, kann sie verpissen. Carrie Jane ist Reh. Hat viel Wasser mitgebracht. Nicht viel Suppe. Und die Karte ist Reh. Let's fucking go! Das können wir nicht mehr verdaddeln. Niemals. Tag 50 und wir stehen so gut da wie an Tag 2. In der Regel trauen wir keinen Hausierern, besonders denen nicht, die sich in Verrat und Betrug üben. Wir sagten ihm, er solle sich zu seinem Heimatplaneten zurückkehren. Er wurde wütend und stürmte davon, während er murmelte, dass der Alienfürst Xonta unsere Seelen verschlingen würde. Armer Kerl, er schien ziemlich verwirrt. Mary Janes Rückkehr von dem Bunker war glücklich, ist gut, ist schön. Unsere Expedition begab sich direkt zur Grundschule. Da hat Carrie Jane gefunden, eine Suppe, zweimal Wasser, eine Gasmaske, eine Karte. Oh mein Gott, wie kann die so viel tragen? Mary Jane verhungert, wir geben ihr heute besser was zu essen, sonst ist die mausetot. Timmy ist sehr tapfer, Ted hat gar keine Probleme. Komm, Mary Jane, gönn dir mal einen ordentlichen Batzen, ey. Wir haben wieder eine Funkmeldung vom Militärempfang. Die Soldaten sind ganz in der Nähe und verlangen, dass zunächst nur eine Person aus unserer Gruppe von Überlebenden zu ihnen kommt und ihnen die Situation der Gruppe beschreibt. Klingt etwas seltsam, hoffentlich meinen sie es gut. Aber etwas anderes bleibt uns eigentlich nicht übrig, also sollten wir wohl jemanden hinschicken. Ist das shady? Timmy muss klären. Timmy, komm, Alter. Mach doch mal kurz fertig da mit dem Drill Sergeant. Scheiß mal zusammen, was die Scheiße soll, dass du halt mit 10 Jahren alleine hin musst, ey. Mama ist tot im Bunker und der muss dann noch erklären, warum die gerettet werden wollen, die Dogs.
Wir haben es rechtzeitig zum Treffen geschafft. Wir beantworteten die Fragen der Soldaten so gut wie möglich. Hoffentlich konnten wir ihre Erwartungen erfüllen und haben keinen schlechten Eindruck hinterlassen. Timmy ist wieder zurück. Mary Jane hat Hunger. Timmy hat sich ausgeruht. Ted geht's auch wunderbar. Komm, Mary Jane, hier, gönn dir. Ich glaube, wir sind hier bald raus. Expedition braucht man nicht mehr. Wir wollen hier raus. Einfach nur raus. Wir haben ein Problem. Was ist denn jetzt? Eine Gruppe nähert sich unserem Bunker und es scheinen nicht die freundlichen Sammler zu sein, auf die man gelegentlich trifft. Ganz und gar nicht. Sie scheinen nach Blut zu gieren. Oder nach Dosen. Wahrscheinlich nach Blut und Dosen. Oder wollen einfach nur... Vielleicht sind das einfach Bestatter und die wollen Dolores rausholen. Okay. Wir müssen uns verteidigen. AWP. Timmy. Ziel an. Holt die weg. Okay, AWP down, aber ich glaube, der hat einen Fünfer gedrückt. Natürlich haben ein paar Schüsse genügt, um diese Feiglinge in die Flucht zu schlagen. Aber was passiert, wenn das Gewehr den Geist aufgibt oder uns die Munition ausgeht? Wir hoffen, dass es nie dazu kommt, sonst müssen wir vielleicht mit Messer und Gabel stechen. Mary Jane hat noch immer Hunger, obwohl die gerade gegessen hat. Mary Jane hat Durst. Ohne Wasser überlebt Ted nicht. Wir müssen keinen schicken, wir bleiben drin. Wir hören in letzter Zeit seltsame Geräusche. Kommen sie von draußen oder von etwas, das mit uns im Bunker gelangt ist? Ist das möglich? Wir haben nichts finden können. Verlieren wir den Verstand? Wir sollten uns beschäftigen. Ja, dann spielt eine Runde Dame. Ist doch völlig in Ordnung. Dattelt eine Runde. Die Ablenkung hat uns ganz vergessen lassen, dass... Ja, was war denn eigentlich nochmal? Mary Jane's Diät könnte Nahrung vertragen. Timmy ist sehr hungrig. Timmy hat Bock auf Apfelsaft. Also haben alle Hunger und Timmy hat Durst. Und wir sind 51 Tage drin. Wir haben doch wirklich alles richtig gemacht bis jetzt. Jetzt holt uns hier raus, verdammt nochmal. Schöne Erinnerungen sind eine Sache, aber wir müssen auf die brutale Wirklichkeit gefasst sein, die uns erwartet. Es geht allen gut. Ja, scheiße. Wollen wir nochmal Timmy pushen? Wir brauchen so lange die Militärdödel, ey. Wenn uns die Zukunft unserer Kinder am Herzen liegt, müssen wir Timmy bald Heimunterricht geben. Obwohl heutzutage Bunkerunterricht vielleicht das bessere Wort wäre. Wir müssen ihm so bald wie möglich etwas zum Lesen besorgen. Da liest doch das scheiß Boy Scout-Hefte, ey. Steht doch da, der guckt doch die ganze Zeit dahin in die Richtung. Greift doch einfach dahin. Guck mal, er glotzt doch die ganze Zeit dahin. Das einzige Buch hier unten ist das Pfadfinder-Handbuch, aber es ist völlig ausreichend, um Timmy zum Lesen zu bringen. Er könnte dabei sogar ein oder zwei Dinge lernen. Perfekt. Mary Jane und Ted haben Durst. Oh, Tommy. Timmy nochmal in der Eco raus. Er war so krank gestern. Oder vor ein paar Tagen. Was der da alles rausgeholt hat. Ey, jetzt muss doch bald wirklich zu Ende sein. Es geht nichts über Rühe. Glücklicherweise hat Mary Jane nichts Neues erlebt. Den anderen geht's gut. Wer hätte das denn gedacht? Unsere liebe Mary Jane schreibt ein Tagebuch. Sie hat es aus irgendeinem Grund im Pfadfinderbuch in unserem Bunker versteckt. Wir wissen genau, was jetzt zu tun ist. Jeder von uns bekommt eine Rolle und das Tagebuch wird vorgelesen. Ach, was soll denn das? Wer schlägt denn sowas vor? Nein, die dreht durch. Mary Jane hat sich bei uns dafür bedankt, dass wir ihre Privatsphäre respektiert haben. Hier unten zu überleben ist kein Spaziergang und es wird sicherlich nicht leichter. Wir sind voller Hoffnung, dass dieser Spuk bald vorbei ist und das Leben wieder so wie früher wird. Andernfalls könnten wir Gefahren gegenüberstehen, von denen wir nie zu träumen gewagt hätten. Alter, ohne Scheiß, wir stehen doch wirklich gut da. Radio, irgendwas im Radio. Das Radio knistert. An manchen Morgen sind wir etwas verzweifelt. Wir müssen uns zusammenreißen und optimistischer sein. Das Militär kann nicht mehr weit weg sein. Wir haben beide Durst. Wie wär's mit dem Ausflug nach Nevada? Bla bla bla. So, jetzt kommt Timmy vielleicht wieder zurück. Nee, noch nicht. Mary Jane ist ziemlich hungrig. Ted's Magen knurrt. Aber die können noch locker. Da kommt wieder der Händler zum dritten Mal mit seiner Katze und versucht zum dritten Mal. Auch jetzt wollen wir es nicht mehr. Und jetzt kommt Timmy. Oh oh. Unsere Großeltern haben uns gesagt, dass man nicht die Katze im Sack kaufen soll. Mary Jane ist ziemlich hungrig, Ted hat Hunger.
können aber noch locker ohne. Als wir es an der Tür klopfen hörten und uns entschlossen aufzumachen, stieg unser Puls an. Glücklicherweise waren es diesmal keine blutrünstigen Plünderer, sondern nur die Geschwister, mit denen wir uns vor einiger Zeit getroffen hatten. Die haben sich einiges vorgenommen. Ja, die wollen wieder Bäume abhacken, aber wir haben keine Axt. Oh, ich glaube, Timmy ist weg. Oh nein. Wenn wir doch nur eine Axt hätten. Mary Janes Diät könnte etwas Nahrung vertragen. Wasser braucht die auch. Okay, die brauchen beides. Es ist jemand an der Falltür. Wir können nicht verstehen, was sie sagen, aber sie hämmern wie verrückt darauf ein. Das kann alles bedeuten. Sollen wir die Falltür aufmachen? Scheiße. Jetzt nicht wegwerfen, oder? Eigentlich shiften. Timmy klopft nicht. Timmy kommt rein einfach. Der weiß, wie die aufgeht. Nee, ich shifte jetzt. Ich mache hier keine Faxen mehr. Ich will jetzt nicht von irgendwelchen Räubern genascht werden, dann ist es vorbei. Timmy, da ist Timmy nämlich. Er hat Wasser mitgebracht. Er hat dick Wasser mitgebracht. Wir machten die Falltür nicht auf. Wer weiß, was da oben ist. Wir gehen lieber auf Nummer sicher. Jetzt, da wir bald gerettet werden. Hoffen wir mal, dass es das Militär ist. Timmy ist wieder zurück. Timmy hat Suppe mitgebracht. Timmy hat zwar Wasser mitgebracht. Timmy braucht Essen. Und die anderen auch. Wir können wieder einen rausschicken. Carrie Jane. Raus mit der. Mary Jane ist unruhig und einsam. Ihr Musikunterricht fehlt ihr sehr und sie würde gerne wieder ihre Schule besuchen. Sie ist ein wenig weiter weg als Timmys Schule, doch der Ausflug könnte sich lohnen. Es könnte dort Vorräte geben. Raus mit der oder nicht? Nein. Okay, wir shiften. Aber Mary Jane am nächsten Tag rausschicken, würde ich fertig machen. Wir haben nur einen triftigen Grund, etwas zu sagen, was eine Jugendliche noch nie zu hören bekommt. Nein, Mary Jane, heute wirst du nicht zur Schule gehen. Alle haben Hunger. So, Carrie Jane raus ohne alles. Oh, ey, wo ist denn die Regierung, wenn man sie braucht? Ey, 62 Tage. Klaustrophobie lässt sich nur schwer bekämpfen. Besonders in einem kleinen, vollen Bunker. Vielleicht können wir die Tür nur ein paar Minuten öffnen. Etwas durchlüften. Lassen wir durchlüften oder nicht? Okay, ihr sagt nein. Niemals aufmachen. Tag 63. Scheiße, Ted dreht durch! Nein, jetzt ist es doch noch weg! Ted beschwert sich heute nicht. Timmy ist sehr hungrig. Wir träumen immer von einem besseren Leben. Ted, Alter, nach 3 Monaten wird er verrückt. Timmy hat Durst, Ted hat Durst. Was haben wir ohne Ende? Die kriegen jetzt. Dies ist eine freudvolle Zeit in einem Meer des Betrübnisses. Heute ist Timmys Geburtstag. So wie letztes Jahr haben wir bis zum letzten Augenblick gewartet, um ihnen ein Geschenk zu besorgen. Aber diesmal sind unsere Möglichkeiten auf das beschränkt, was wir im Bunker finden können. Was kriegt er dieses Mal? Komm, Chris und Boy Scout, ein bisschen was lesen. Carrie Jane ist Reh. Oh mein Gott, hat die. Oh Gott, hat die voll gemacht, ey. Okay, Vorräte sind wieder sehr, sehr safe. Aber es ist uns jemand gefolgt, also sollte man demnächst nicht rausgehen. 5 Suppen. Die Frage ist, wird Ted wieder normal, wenn wir den jetzt rausschicken? Weil der wäre gerne mal nach draußen gegangen. Wird der wieder safe, wenn wir den rausballern, den jungen Mann? Raus mit Ted. Okay, komm, wir schicken Ted raus am nächsten Tag. Hoffentlich kommt er wieder zu sich. Uns sind Leute gefolgt.
Das ist halt schon mal schlecht, aber K.A., wir haben halt nichts zum Verteidigen. Und Mary Jane hat sich die Seeche eingefangen. Mary Jane hat sich was Fieses eingefangen. Na komm, dann kitten wir dich. Oh, Ted ohne alles raus. Okay, die ist wieder in Ordnung. Wie wäre es mit etwas Wasser für Timmy? Mary Jane hat auch Durst. So, die Geschwister wollen noch immer die Axt, die wir nicht haben. Tag 69. Mary Jane ist hungrig, Timmy ist hungrig. Haben wir ohne Ende. Ihr kriegt jetzt alles, was ihr wollt, ey. Was wir zuerst für Donner gehalten haben, stellte sich als ein lautes Hämmern gegen die Falltür heraus. Entweder hat jemand einen Hass auf diese Tür oder er will sicher gehen, dass wir reagieren. Sollen wir aufmachen? Na komm. Alles oder nichts. Alles oder nichts. Mann, es ist ein Drecksgame, wirklich! Ich geh jetzt kochen, ich bin noch eine Stunde wieder live.